Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Ja, ihr seht es im Hintergrund, wir stehen wieder vor unserem wunderschönen Parkhotel Fasanerie in Neustrelitz und haben uns eine neue Aufgabe gestellt. Wenn ihr euch nochmal zurückerinnert, dann haben wir ja vor einiger Zeit mal den Mercedes EQA 250 Plus von unserem Kooperationspartner Sternauto testen dürfen, um mal zu schauen, wie viel effizienter ist das Plus denn dann neben der größeren Akkukapazität. Die Werte, die wir damals ermittelt haben, ich habe sie mir hier nochmal auf einen Spickzettel zusammengefasst, die haben mich schon ins Grübeln gebracht, weil ja meine liebe Frau auch den Mercedes EQA 250 fährt. Ihr kennt ihn ja aus einigen Videos. Und da habe ich sozusagen in Gedanken mal ihre Werte mit dem EQA 250 Plus verglichen. Das Video hat ja sehr, sehr positive Resonanz erwirkt mit dem EQA 250 Plus. Schaut es euch gerne nochmal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wo ich mir denke, wo ist eigentlich der Unterschied? Unser EQA 250 ist ja sozusagen ein Gänsefüßchen-Markteinführungsfahrzeug. Das heißt Erstzulassung März 2021. Und inzwischen hat auch der EQA 250 ja einige Modellpflegen hinter sich. Das heißt, wir werden heute mit euch gemeinsam auf die Autobahn fahren. Auf der Autobahn die Werte bei 100, 120, 140 und 160 km/h ermitteln. Und diese dann mit meinem Spickzettel mal vergleichen mit dem EQA 250 Plus, sodass ihr vielleicht da eine gute Möglichkeit habt, die beiden Fahrzeuge miteinander zu vergleichen. Als Ausgangsbasis beim EQA 250 haben wir hier das AMG Exterieurline und das AMG Interieurline. Das heißt, dieser Wagen hat eigentlich so eine recht gute Ausstattung, wie ihr seht. Und wir wollen natürlich mal auf den Verbrauch schauen. Die liebe Frau ist heute schon 21 Kilometer gefahren mit dem Wagen. Verbrauch liegt bei 20,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das heißt, sie ist hier über Land gefahren, von uns zu Hause zur Arbeit und noch Brötchen holen. 76% ist fürs Fahren draufgegangen, 11% für Heizen und Kühlen und 13% für sonstige Verbraucher. Wir haben den Wagen ja übernommen nach 6 Monaten. Das Auto war ein Vorführwagen bei Mercedes-Benz. Und auch da habe ich seinerzeit mal den Verbrauchszähler zurückgesetzt, sodass wir für 15.121 Kilometer einen Verbrauch haben und der liegt bei 22,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Jetzt werdet ihr sagen, boah, ist das hoch. Und gerade wenn wir es auch im Vergleich vielleicht sehen, ihr habt ja die Videos vielleicht verfolgt mit dem Mercedes EQS 450 Plus, den ich ja dankenswerterweise von der Sternautogruppe für gute 3 Monate zur Verfügung bekommen habe, wo wir fast 11.000 Kilometer zurückgelegt haben und wo wir einen Durchschnittsverbrauch hatten, glaube ich, aus dem Gedächtnis von 19,2 Kilowattstunden. Das ist ja auch so ein bisschen mein Gefühl, dass der EQA 250 zwar ein sehr gutes Elektroauto ist, wenn es aber in den Punkt Effizienz, Verbrauch geht, da hat er einige Defizite aufzuholen und die wollen wir auch heute mit euch gemeinsam mal in diesem Video natürlich herausstellen. Unsere Teststrecke führt uns nach Neubrandenburg, so gute 25 Kilometer über Land, durch Neubrandenburg durch, dann zur Autobahn A20, die ja sozusagen unsere einfach elektrisch Verbrauchsstrecke ist, topografisch, windtechnisch extra so angelegt, dass wir hier reale gute Werte bekommen können. Außentemperatur haben wir momentan 23,5 Grad Celsius hier in Neustrelitz. Es sollen ja wieder 30 Grad werden und somit auch ideale Bedingungen eigentlich für die Elektromobilität, hier schön im Sommer ordentliche Verbrauchswerte zu ermitteln. Ihr kennt diese Strecke schon aus dem Kia EV6 Video, wo wir vergangene Woche da auch mal die Werte mit dem Kia EV6 ermittelt haben. Und ich glaube, das ist ein gutes Medium, was auch sehr viel Zuspruch von euch ja erfährt, um mal zu schauen, was verbrauchen die Fahrzeuge im Realbetrieb, weil die WLTP-Werte der Hersteller, ja wie wir ja auch wissen, nur schwerlich zu erreichen sind. Viele von euch fragen mich ja immer wieder in den Kommentaren, Mensch Olli, wie zufrieden seid ihr mit dem EQA 250? Und ich kann eigentlich nur Positives berichten. Die Frau ist total fasziniert nach wie vor von dem Fahrzeug, ist total glücklich, fährt super gerne mit dem EQA 250.
Und er macht eigentlich einen sehr, sehr komfortablen und ausgewogenen Job. Mercedes hat hier die typischen Mercedes-Attribute, finde ich, auch in die Elektromobilität transportiert. Der einzige Kritikpunkt, den ich ja immer wieder habe, das kennt ihr, und da bin ich auch total ehrlich, ist dann aber der Verbrauch. Und das haben wir gerade im Winter richtig massiv spüren dürfen. Ich habe es noch gar nicht mal in ein Video zusammengefasst. Vielleicht machen wir das mal im kommenden Winter. Steffen, wenn du Lust hast. Hast du Lust? Immer. Immer hat Steffen Lust. Das ist doch geil. Wir sind ja immer positiv hier bei Einfach Elektrisch. Das war mal so ein typical Winterverbrauch messen, indem wir einfach mal so das tut, was jeder von uns tut, mal einfach spontan mal kurz zum Supermarkt was einkaufen fährt, so eine Kurzstrecke. Weil genau da ist der EQA 250 mega, mega ineffizient. Wir haben da teilweise Verbrauchswerte ermittelt, wo die liebe Frau einfach nur mal zum Supermarkt morgens gefahren ist, ein paar Einkäufe erledigt hat, Brötchen geholt hat zum Frühstücken, 6 Kilometer hin, 6 Kilometer zurück, Durchschnittsverbrauch über 50 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, weil der EQA 250 so programmiert ist, dass er erstmal alle Systeme, damit gemeint Akku, Elektromotor, was dazugehört, plus natürlich auch den Innenraum im Winter, auf Wohlfühltemperatur bringt. Und das sehen wir ja auch hier dann natürlich in der Übersicht. Das kostet Energie. Das heißt, wir sind jetzt in der Steigerung auf 78% fürs Fahren. Eben waren da ja noch 76%. Und die weiteren Verbräuche, wie zum Beispiel sonstige Verbraucher und auch Heizen und Kühlen, werden immer weiter zurückgehen, sodass wirklich die meiste Energie dann fürs Fahren verwendet wird. Ihr seht natürlich sofort, der geübte Strompedalfuß hat auch den durchschnittlichen Verbrauch gleich unter 20 Kilowattstunden gesenkt. Auch da kann man natürlich mega, mega viel Effizienz herausholen. Ich bewege das Auto in D-Auto. D-Auto heißt, dass der Wagen auch die Electric Intelligence von Mercedes-Benz benutzt, was nichts anderes bedeutet, als dass Mercedes eine Software geschrieben hat, die alle Systeme des Fahrzeugs nutzen, also Radarsystem, Kamerasystem, Navigationssystem, topografische Daten daraus, vorausschauenden Verkehr und natürlich auch die Routenführung, um dann das Auto perfekt entscheiden zu lassen, segeln oder rekuperieren und wenn rekuperieren, in welcher Stärke. Und das ist natürlich eine Software, die ich bei allen Mercedes EQ-Modellen bisher in positiver Erinnerung habe, auch im Mercedes EQV. Da habe ich euch auch einige Videos zubereitet, den hatten wir ja auch mal bei uns im Betrieb. Und da muss ich sagen, das ist so eine Symbiose, das macht Mercedes richtig. Wo Mercedes vielleicht nochmal als Idee, Anregung vielleicht eine Option machen könnte, ist so ein Kurzstreckenmodus, wo man vielleicht einfach dem Auto sagt, hey, ich fahre nochmal eben kurz Brötchen holen oder mal kurz einkaufen. Ich brauche keinen erhitzten Innenraum, weil ich eh eine Jacke anhabe. Ich brauche auch nicht das perfekte Wohlfühlklima. Ich brauche einfach nur eine effiziente Wegstrecke. Wie man das hinkriegt, vielleicht habt ihr da eine Idee, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir sind Markenbotschafter bei Geld für E-Auto. Und da könnt ihr für euer rein batterieelektrisches Fahrzeug oder eure rein batterieelektrischen Fahrzeuge, wenn noch nicht geschehen, die THG-Quote beantragen. Und das ist total einfach, indem ihr einfach nur unten in der Videobeschreibung mal nachschaut. Da habe ich euch ein paar Informationen zusammengetragen und den Link zu Geld für E-Auto. Das geht sowohl als Privatperson als auch als Unternehmer. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, euch entsprechend zu registrieren von eurem batterieelektrischen Fahrzeug oder euren batterieelektrischen Fahrzeugen, die entsprechenden Kfz-Scheine mit der Vorder- und Rückseite hochzuladen. In der Regel dauert das keine 5 Minuten. Und dann übernimmt Geld für E-Auto alle weiteren Prozesse von der entsprechenden Beantragung über der entsprechenden Vermarktung und zahlt euch dann nach Erfolg die entsprechenden Prämie oder Prämien auf euer Konto aus. Wenn euch das gefällt, schaut da bitte mal in der Videobeschreibung nach, geht da gerne auf unseren Link und wenn ihr unseren Link nutzt, dann unterstützt ihr natürlich auch diesen Kanal und dafür sage ich herzlichen Dank. Steffen? Ja? Ist das da der neue Elektromustang? Ich glaube nicht, dafür blubbert er ganz schön. Geil, so ein richtiger V8, oder? Ja. Ey, dass es sowas noch gibt, ey. Da stelle ich mir immer die Frage, darf so ein Elektromobilist eigentlich so als Hobby, als Zweitwagen eigentlich noch einen Verbrenner in der Garage stehen haben, Steffen? Für meinen Dafürhalten auf jeden Fall. Was sagt ihr denn dazu?
Lasst uns zurückkommen zum EQA. Ja, Steffen. Ja, ich weiß, ja, komm hier. Ah, Steffen, ja. Ja, also wir verbrauchen hier 17,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ihr seht, Fahren ist weiter gestiegen, 83%, Heizen, Kühlen 8%, sonstige Verbraucher 9%. Wir sind jetzt 53 Kilometer gefahren und ihr seht, mein zartes, Rehkitzartiges Strompedalfüßchen hat ja hier wieder mal so gute 2 Kilowattstündchen nochmal im Verbrauch rausgeholt. Wir werden jetzt auf die Autobahn fahren und dann schauen wir natürlich mal, wie ist der Autobahnverbrauch des EQA 250. Wir wollen mit den Verbrauchswerten anfangen, haben den Tempomat, Steffen, schau mal, auf 100 km/h gesetzt und ich werde jetzt den Tageszähler zurücksetzen ab Start. Ihr seht es, er geht auf 0 zurück und rechts haben wir eine gute Übersicht jetzt, wie der Verbrauch dann ansteigt. Wir werden jetzt also gute 20, 25 Kilometer mal mit 100 km/h fahren. Ihr seht, er novelliert sich hier, 96% fahren, 4% sonstige Verbraucher. Ich glaube, da werden wir gleich interessante Werte herausfinden. Wir sind gute 20 Kilometer, exakt 21 Kilometer Tempomat 100 gefahren. Steffen, schau mal, 97 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Und wir haben einen interessanten Wert, Steffen, schau mal rechts, 15,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, 94% fürs Fahren, 1% Heizen, Kühlen und 5% sonstige Verbraucher. Und da muss ich euch sagen, 15,5 Kilowattstunden, das überrascht mich total, weil wenn ich auf die Werte schaue, hier auf meinen Spickzettel, da nämlich bei 100 km/h, da haben wir mit dem EQA 250 Plus 15,6 Kilowattstunden verbraucht. Das heißt, der EQA 250, Markteinführung meiner lieben Frau, der ist sogar 0,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer heute effizienter als der EQA 250 Plus, der ja mit erheblichem Aufwand auf Energieeffizienz, auf niedrigen Verbrauch getrimmt wurde. Erinnert euch, keine Dachreling, spezielle aerodynamische Felgen, einen speziellen Reifen, der einen geringeren Rollwiderstand haben soll, die komplette Verkleidung des Unterbodens und dann macht hier im Prinzip das Standardmodell mit AMG Line Exterieur, was natürlich auch noch sehr geil aussieht, hier sogar den besseren Verbrauchswert. Und da muss ich sagen, Chapeau EQA 250, das ist jetzt auf jeden Fall mal eine sehr, sehr positive Überraschung. Ich bin gespannt, wenn wir gleich die höheren kmh-Werte ermitteln, was dabei herauskommt. Ich habe den Tempomaten auf 120 km/h gestellt. Schau, Steffen, ich lösche jetzt hier die Werte. Und wir wollen natürlich mal schauen, welche Verbrauchswerte erhalten wir bei 120 km/h. Hier rechts im Display baut sich wieder langsam der erste Wert auf. Der geht auch sogar über 20 Kilowattstunden hoch, aber wir wollen jetzt mal so gute 20 Kilometer fahren und mal schauen, wo er sich dann einpendelt. Wir sind jetzt gute 25 Kilometer mit Tempomat 120 gefahren, haben jetzt, Steffen, wenn du mal schaust, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 116 km/h erreicht und wenn wir auf unser Verbrauchsdisplay recht schauen, dann haben wir einen durchschnittlichen Verbrauch von 20,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer ermitteln können, 96% fahren, 0% heizen und kühlen, obwohl wir die Klimaanlage anhaben und 4% sonstige Verbraucher. Natürlich schauen wir wieder auf unseren Spickzettel vom EQA 250 Plus, der hat nämlich bei 120 km/h im Durchschnitt nur 18,1 Kilowattstunden verbraucht, sodass wir hier gute 2,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer mehr verbraucht haben. Das würde ja schon mal den ersten kleinen Rückschluss zulassen, dass sich wahrscheinlich erst bei höheren Geschwindigkeiten dann die Effizienz mit den aerodynamischen Bestandteilen beim 250 Plus dann einstellt. Wir haben ja hier noch den alten Motor drin, die neuen 250er haben ja, glaube ich, jetzt ab Modelljahr 22, 23 dann auch den Permanent-Synchronmaschine verbaut, des 250 Plus. Da geht Mercedes ja auch den wohl vermeintlich effizienteren Weg. Das heißt, diejenigen, die sich heute
das aktuelle EQA 250 Modell bestellen, die profitieren dann auch von der PSM-Maschine. Übrigens, wenn euch Elektromotoren und deren Unterscheidung interessiert, schaut da gerne mal in der Playlist nach Elektromobilität einfach erklärt. Da habe ich ja mit Martin Hund mal die verschiedenen Typen der Elektromotoren herausgestellt. Interessantes Video, hat glaube ich auch schon sehr, sehr hohe Aufrufzahlen inzwischen erreicht. Wir kommen zu 140 km/h. Ich werde jetzt hier im Bordcomputer den Wert nullen, sodass wir auch hier neue Werte bekommen. Steffen, schau mal, das Barometer für den Verbrauch, das schlägt schon aus, geht gleich über 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer hinaus. Und jetzt werden wir auch wieder so gute 20 Kilometer Wegstrecke absolvieren, um mal zu schauen, wie sich der Verbrauch entwickelt. Wir haben neue Werte ermittelt mit 140 km/h im Tempomat. Wir sind jetzt gute 22 Kilometer gefahren bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 135 km/h auf dem Bordcomputer. Und wenn wir aufs Verbrauchtableau schauen, stehen wir bei 23 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, 97% fürs Fahren, 0 Heizen und Kühlen, 3% sonstige Verbraucher. Und wir schauen natürlich auch mal auf unseren Spickzettel. Damals mit dem EQA 250 Plus haben wir 23,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer Verbrauch gehabt. Und das haben wir hier eigentlich um 0,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer sogar besser. Und da muss ich sagen, da macht der Markteinführungs-EQA 250 doch einen echt ordentlichen, passablen Job. Wir wollen heute mal versuchen, auch den Durchschnittswert bei 160 km/h zu ermitteln. Dazu lösche ich erstmal den Bordcomputer, habe ihn genullt. Und wir müssen natürlich auf den Verkehr Rücksicht nehmen. Wir sind ja immer noch in der Hauptferienzeit hier in Mecklenburg und heute ist echt ganz gut auf der A20 Traffic, sodass wir mal schauen, ob wir da dann wirklich auch einen 160 km/h Durchschnittswert ermitteln können. Seid gespannt, wir geben unser Bestes. Wir haben es geschafft, 19 Kilometer am Stück 160 km/h zu fahren, haben auch eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 150 km/h und einen durchschnittlichen Verbrauch von 31,1 Kilowattstunden gehabt. Der geht jetzt ein bisschen runter, weil hier leider ein LKW rausgefahren ist und es jetzt auch keinen Sinn gemacht hätte, noch weitere Kilometer dann nochmal Gas oder Strom zu geben. Ja, das muss ich euch sagen, 31 Kilowattstunden pro 100 Kilometer finde ich so bei 160 km/h ein fairer Verbrauch. Wenn ich dann den Kia EV6 zurückdenke, Steffen, da haben wir ja neulich den Wert auch ermittelt, lagen wir glaube ich so bei 33 Kilowattstunden aus dem Gedächtnis. Schreibt ja gerne in die Kommentare, wenn ich mich da irre oder Steffen, wenn Ich glaube auch so ungefähr, ja. So, und das ist doch, glaube ich, ein guter Wert. Und das kann man jetzt für sich die Verbräuche auch immer hochrechnen auf den 66 Kilowattstunden fassenden Akku, wie weit man da theoretisch dann kommen würde. Und ich muss sagen, da macht der EQA 250 einen ordentlichen Eindruck. Insbesondere, weil er ja auch so eine kompakte SUV-Form hat. Er ist ja jetzt nicht auch von der Aerodynamik der effizienteste, das kann man ja nicht vergleichen mit zum Beispiel einem EQS. Ich glaube, der EQA 250 hat einen CW-Wert von 0,28 und dafür sind das eigentlich noch akzeptable Werte. Das Drehbuch hätte es nicht besser schreiben können. Wir sind bei Ionity an der Raststätte Demina Land angekommen und zwar fast mit unserem Wunsch State of Charge Akkustand, nämlich mit 9%. Wir wollen mit euch nochmal heute herausfinden, wir haben es ja schon mal in diesem Fahrzeug getestet, von 10% auf 80% zu laden. Damals hat es, glaube ich, so gute 31, 32 Minuten gedauert. Und jetzt wollen wir auch mal, wir haben inzwischen nämlich 26 Grad Außentemperatur, checken, wie lange braucht der EQA 250 von 10% auf 80%. Wenn ihr euch ein Mercedes EQ-Modell kauft, also ein Plug-in-Hybrid oder ein rein batterieelektrisches Fahrzeug, dann könnt ihr auch die Mercedes Me-Charge-Karte beantragen. Dazu habe ich euch ja auch ein spannendes Video gemacht, weil Mercedes hier, wie ich finde, neue, sehr, sehr attraktive, interessante Konditionen bietet. Gerade für rein batterieelektrische Fahrzeuge gibt es da den sogenannten L-Tarif im ersten Jahr kostenfrei, nach dem ersten Jahr, glaube ich, 17,90 Euro im Monat, wo ihr AC für 33 Cent laden könnt, DC überall für 39 Cent und bei Ionity sogar DC für 35 Cent pro Kilowattstunde. Schaut euch da gerne mal mein Video an zu den neuen Mercedes Me-Charge-Tarifen, weil das ist eigentlich ein Must-Have für Mercedes-Fahrer.
Wir haben angesteckt, 10% zeigt die Säule an. Wir haben auch schon eine Minute geladen, fast eine Kilowattstunde. Und er geht sofort auf 107 kW hoch. Ich hatte eigentlich immer in Erinnerung, dass er nur 100 kW maximal im Peak lädt. Alle werden jetzt unten rufen und sagen, ja, 100 kW im Peak, das ist doch nicht die neueste Technik. Ja, das ist richtig. Im Kia EV6 haben wir ja weit über 230 kW gesehen. Auch im Audi e-tron GT bei mir, den ich eine Zeit lang gefahren habe. Aber es kommt am Ende gar nicht immer auf die Peakzahl an, schafft er 100 oder 200, sondern wie viel schafft er von 10% auf 80% nachzuladen. Und da hat Mercedes eine gute Technik entwickelt, auch in den 400-Volt-Systemen, da immer so um und bei eine halbe Stunde die Akkus, unabhängig der Größe, auch der EQV mit seinem 100 Kilowattstunden Brutto-Akku, schafft es da von 10% auf 80% in einer guten halben Stunde zu laden. Und das sind natürlich marktkonforme Werte, gerade wenn Steffen mal rüberschwenkt. Hier gibt es ja zwei Skoda Enyaqs, der eine ist weg. Hier steht noch ein Skoda Enyaq, der lädt. Ja, 100 kW, das schaffen die zwar am Anfang, aber dann gehen die halt auch relativ zügig von den Ladeleistungen runter und zuppeln dann am Ende weit über 30 Minuten bis hin zu 40 Minuten halt rum, sogar mit vergleichbaren Akkugrößen. Und da muss ich sagen, ist das Mercedes eigentlich von der Balance her gut gelungen. Ich wünsche mir natürlich, dass es so schnell als möglich geht, weil Ladezeit ist ja in meinen Augen auch immer so ein bisschen vertane Zeit. Auch die Tesla-Fahrer haben erkannt, wie gut, günstig und schnell man inzwischen bei Ionity laden kann im Vergleich zu ihrem eigenen Supercharger-Netzwerk. Eine Autobahnausfahrt weiter, glaube ich, oder anderthalb Ausfahrten weiter, ist ja Gützko mit dem Supercharger. Da habe ich ja früher auch mit meiner White Mamba, meinem Tesla Model S Performance geladen. Aber es ist halt heutzutage bei interessanten Tarifen günstiger, mit einem Tesla bei Ionity zu laden, als an ihren eigenen Supercharger. Und da kann ich euch nur eine Empfehlung aussprechen. Ich nutze ja Encharge. Encharge ist eine App, eine Internetseite, wo ihr über Internet-Einkäufe Freikilometer sammeln könnt und diese Freikilometer dann zum Beispiel über einfach Stromladen Maingau auch wieder kostenlos in euer Auto, zum Beispiel auch bei Ionity und weiteren Anbietern verladen könnt. Und so kann ich eigentlich schon über 12.000 Kilometer kostenfrei laden. Und das ist natürlich nochmal ein schöner Zusatz, weil man ja sowieso ab und an Internet-Einkäufe tut. Schaut da gerne meiner Videobeschreibung nach, da habe ich euch auch einen Link reingepackt zu Encharge. Vielleicht ist das auch was für euch, dass ihr da Freikilometer sammelt und dann zukünftig gar keine Ladekosten unterwegs mehr habt. Der Mercedes knallt gut rein, 110 kW, 32% State of Charge schon nach 9 Minuten. Das heißt, in 9 Minuten haben wir über 16 Kilowattstunden schon wieder nachgeladen. Das rechnen wir mal um auf unseren Verbrauch für 100 km/h. Und da können wir nach 9 Minuten schon wieder 100 Kilometer theoretisch weiterfahren. 9 Minuten ist ja so die klassische Tankstop inklusive Pinkelpause, Käffchen holen und Weiterfahrt. Und zumindest beim Elektroauto schaffen wir hier beim EQA 250 dann schon mal 100 Kilometer. Wir sind inzwischen nach 25 Minuten schon bei 70%. Er ist jetzt auf 92 kW runtergegangen. Was ich einfach euch zeigen wollte, ist, wie toll doch Elektromobilität ist. Jetzt ist ein Ioniq 5 dazugekommen. Der Tesla hat nur mal kurz geladen in der hohen Peakzahl. Fand ich richtig gut. Das war ein Schwede. Hat ihn auch gefragt. Er lädt immer zwischen 10% und 60%, weil nach 60% macht es ja auch nicht wirklich Sinn, noch einen Tesla zu laden, weil er dann einfach so weit runtergeht mit der Peak-KW-Zahl. Der war clever, der war schlau und fährt jetzt weiter bis zur nächsten Ladestation mit 50% im Akku. Und der Skoda Enyaq ist auch schon fertig. Also von daher geht es voran. Wir sind auch in der Ferienzeit und demzufolge, glaube ich, haben wir da auch eine kleine Ausbaureserve. Ionity hat ja fast an jedem Ladestandort immer noch mal zwei zusätzliche Plätze vorgesehen. Ich würde mich freuen, wenn die umgesetzt werden. Und wir haben endlich hier auch dem Mina Land die funktionierende E-on-Drive-Säule. Aber irgendwie sehe ich da nie ein Auto, Steffen, oder? Steffen schüttelt mit dem Kopf, der steht nämlich auf einer Straßenseite und da er kein Mikro hat, könnt ihr ihn eh nicht hören. 80%, er ist genau auf 30 Minuten umgesprungen, das heißt, wir haben ja eigentlich von 9% auf 80% in 30 Minuten geladen. Über 50 Kilowattstunden sind wieder in den Akku, der ja 66 Kilowattstunden netto hat, geflossen. Und wir laden immer noch mit 77 kW und ich weiß von vielen Mercedes-Fahrern, dass sie auch gerne bei den EQ-Modellen bis 90% laden. Das bilden wir jetzt gerne nochmal ab, wie viel er noch länger braucht, um auf 90% zu kommen. Wir sind bei 90% nach 36
35 Minuten, haben jetzt fast 58 Kilowattstunden nachgeladen und er lädt immer noch mit 68 kW. Da muss ich euch sagen, das ist eigentlich ein ordentlicher Wert. Da habe ich schon manche Tesla Model 3 und Model Y gesehen, die bei 70% mit dem Wert geladen haben. Das macht der Mercedes gut und wir stecken jetzt mal ab. Wir wollen unsere Fahrt fortsetzen, haben auf einmal sogar im Auto 92% festgestellt. Schau mal, Steffen. Ist ja komisch, ne? Fantastisch. Und ich habe den Abstartzähler zurückgesetzt, weil wir jetzt hier mal das Stück Autobahn mit 130 Tempomat fahren wollen. Dann die Landstraße nach Neubrandenburg, durch Neubrandenburg durch und die Landstraße nach Neustrelitz. Ich glaube, das waren so roundabout 70 Kilometer. Und wollen da jetzt nochmal abschließend so eine, ja, 3-Zonen-Verbrauchsfahrt machen. Also Stadtverkehr, Autobahn und Landstraße. Und geben dazu per Sprache ein, hey Mercedes. Was kann ich für dich tun? Fahr uns ins Parkhotel Fasanerie nach Neustrelitz. Ich habe diese Ergebnisse gefunden. Wo möchte ich berechne die Route? Bitte fahre zur angezeigten Route. Und da muss ich euch sagen, das ist doch ein hervorragendes Ergebnis, alles per Sprache. Und ich muss sagen, die Mercedes-Sprachbedienung ist zusammen mit BMW, glaube ich, momentan so die beste auf dem Markt. Wir verlassen die Autobahn A20, um jetzt nach Neubrandenburg zu fahren und schauen natürlich mal auf den Verbrauch. Wir konnten durchgehend 130 km/h fahren. Steffen, guck mal, 24 Kilowattstunden haben wir hier im Durchschnitt gehabt, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 103 km/h hat er uns angezeigt. Das hängt einfach damit zusammen, weil wir auch erstmal da von der Raststätte auf der Autobahn fahren mussten und beschleunigen mussten. Wir sind jetzt auch in Eco gefahren, weil er bis 130 km/h auch den Eco-Modus zulässt. Und 24 Kilowattstunden für 130 km/h, muss ich euch sagen, ist jetzt nicht der effizienteste Verbrauch. Aber ich glaube, für die Aufbauform als Kompakt-SUV noch gerade so duldbar. Wir sind in Neustrelitz zurück, kurz vorm Parkhotel Fasanerie und wollen mit euch natürlich nochmal auf den Verbrauch schauen. Wir sind jetzt 71 Kilometer gefahren, davon gute 30 Kilometer Autobahn und den Rest natürlich durch Neubrandenburg durch und Landstraße. Und das hat sich auch positiv auf den Verbrauch ausgewirkt. Wahnsinn, das Assistenzsystem. Ja, wir schauen mal drauf. 18,8 Kilowattstunden haben wir jetzt Durchschnittsverbrauch seit unserem letzten Ladestopp. Durchschnittsgeschwindigkeit ist gesunken auf 67 km/h und ihr seht, 93% fahren, 2% heizen und kühlen und 5% sonstige Verbraucher. Und wenn man dann mal so diesen, ja, fast Drittelmix betrachtet aus Autobahn, Land und Stadt, dann finde ich, ist das ein ordentlicher Wert für den EQA 250. Man darf ja nicht vergessen, als Kompakt-SUV, CW-Wert 0,28, ist er sicherlich jetzt nicht das Effizienzwunder. Da gibt es andere, die das deutlich besser können. Denkt bitte an unseren Kia e-Niro zurück oder auch an den Hyundai Kona und sicherlich auch, das muss man fairerweise dazu sagen, ans Tesla Model 3 und Y. Wir sind zurück an unserem wunderschönen Parkhotel Fasanerie in Neustrelitz und haben natürlich die Fahrt im Mercedes EQA 250 sehr genossen. Kurzes Zwischenfazit, wenn man mit dem Auto über Land fährt, durch die Stadt fährt, dann ist er ein äußerst, finde ich, effizientes Elektroauto, macht sehr, sehr viel Spaß, auch in Verbindung mit seinen 66 Kilowattstunden netto. Den Riesenunterschied zum Beispiel zum EQA 250 Plus, den konnten wir gar nicht feststellen. Denkt bitte da nochmal an den Vergleich, auch aus dem anderen Video, sodass ich sagen muss, der EQA 250, so wie wir ihn hier haben, mit dem AMG Exterieurline, Interieurline Paket ist, glaube ich, da schon mal eine sehr, sehr gute Wahl. Ja, wir haben natürlich noch zur Auswahl unseren Opel Combo E-Cargo. Da habe ich ja immer noch von euch keine Antwort bekommen, ob euch auch da mal Videos mit Verbrauchswerten unter Last, ohne Last interessieren. Schreibt ja gerne mal in die Kommentare, ob ihr daran interessiert seid. Und so sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr gebt ihm einen Daumen hoch. Schaut gerne mal nach, ob ihr Teil der Einfach Elektrisch Community seid, weil wir natürlich demnächst das nächste Video online stellen, was ihr sicherlich nicht verpassen wollt. Und ihr würdet uns natürlich mit einem kostenfreien Abonnement bei YouTube extrem auch unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis bald, euer Olli.